Mir fällt so ein Humorunterschied auf zwischen Deutschland und England. Ich bin in England geboren und in England machen die zum Beispiel bei einer Firmenfeier Witze über sich, über die Kollegen, über den Chef, während die dabei sind. Und die haben Spaß, als wäre das so ein Ritterschlag. Die freuen sich darüber. Ne? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war bei einer englischen Firmenfeier engagiert und da hält der Vorsitzende die Rede und sagt: So, meine Damen und Herren, wir haben den Umsatz dieses Jahr um 8% gesteigert. Hey, da klatschen die. Ne? Das wird nächstes Jahr nicht so sein, denn Dave ist der neue Geschäftsführer. Viele sagen, diese Position hat er nur bekommen, weil er mit der Tochter vom Chef im Bett war. Aber das stimmt nicht, er war auch mit dem Chef im Bett. So, das, in Deutschland wäre das Mobbing, oder? Bei Dave, ich weiß es nicht. Ich bin in England geboren. Mein Vater hat in England mal einen Strafzettel bekommen, weil er falsch geparkt hat. Daraufhin hat er das Geld, weil er sich nicht leisten konnte, auf den Tisch gelegt und fotografiert. Und dann hat er das Foto vom Geld einfach zur Polizei geschickt. Ne? Die Polizei hat sich's angeguckt, ein Foto von Handschellen gemacht und zurückgeschickt.